Ja, hallo und herzlich willkommen zu Concrete Genie. Wie es ausschaut, funktioniert die Kamera mit dem Spiel zusammen irgendwie nicht. Sehr suspekt, sehr seltsam. Ich hatte jetzt schon fast vermutet, die Kamera ist kaputt, da sie einfach gar nicht funktioniert. In dem Augenblick, wo das Spiel einfach nur läuft, geht die Kamera nicht an. Erst wenn das Spiel komplett beendet ist, lässt sich die Kamera wieder starten. Nun, dann halt ohne Kamera. Bei dem Spiel ist ein kleines Indie-Spiel auch, denke ich mir, soll sehr schön sein. Ich habe noch keine genaue Vorstellung, was es genau geht. Ich lasse mich einfach mal komplett überraschen und würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Sie müssen beide wieder lang arbeiten. Halt dich von Denska fern. Sorry, Mom. Vorsichtig, Ash. Sorry, Mr. Green. Cecil. Oh, wow. Ash, das ist so schön. Okay, Kleiner, ab nach Hause. Mal-Tutorial. Drücke, um deinen Zeiger wieder zu zentrieren. Neige den rechten Stick nach, um den Zeiger auf das Ziel zu richten. Lassen wir dir etwas Farbe. Das ist schon besser.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manchmal ist es auch gelb. Cool. Gar nicht so einfach, man denkt. Versuchen wir es mal mit Blau. Das ist echt alles andere als einfach. Das war die richtige Wahl. Oh Gott. Naja. Okay, du wirst etwas Besonderes. Das bei Vollmond. Ich glaube, ich nenne dich Luna. Gefällt dir das? Oh, sie hat ein Gesicht bekommen. Da bin ich schon etwas stolz auf mich. Willst du abhängen? Witzig. Mann, ich hab Hunger. Geht mir genauso. Oh, guck mal, wer da ist. Achtung! Guter Schuss. Echt gut. Janie, lass das! Ach komm, Heulbaby, das war weit daneben. Und die Schleuder hast du gestohlen. Das ist meine. Tja, jetzt nicht mehr. Aufwachen, Freak! Na, was gibt's heute zu essen, Ash? Ups. Was ist denn das? Dein kleines Ausmalbüchlein? Wieder her! Komm und hol's dir! Hierher, Bee! Hey, das gehört mir! Nix da! Was zum... Her damit! Nein! Ich werde... Was wirst du, kleiner Mann? Hey, wir können ihn doch in die Bahn stecken. Dann kann er mit dem Leuchtturmgeist abhängen. Hab keine Angst, Ash. Oh, was für fiese Typen. Nein. Vielleicht hat Mama recht. Ich sollte hier wohl nicht mehr herkommen. Aber es fühlt sich immer noch wie zu Hause an. Igitt, das lila Zeug. Es breitet sich immer mehr aus. Egal, was es ist, es blockiert wohl die Räder. Ich glaube, ich sitze fest. Meine Seiten? Wie sind die hierher gekommen? Finde Zeitungen, um mehr denken Sie nicht, ich bin einer von denen. Über die Vergangenheit zu erfahren. Es
geht zu schnell. Ich kann nicht so schnell lesen, Leute. Denskas trauriges Schicksal. Okay, also. Dann nochmal herzlich willkommen zu den Genie hier. Ich denke mal, er ist sehr künstlerisch begabt, ist ein Zeichner und wird ein wenig gemobbt von seinen Mitschülern. Und wie es aussieht, verbreitet sich wohl hier seit kurzem in der Stadt dieses lila, wie er es nennt, Zeug. Hier unten sieht man es ganz gut an dem Ufer. Und hier oben eben an der Gondel. Tja, sitzen wir wohl hier oben fest. Das kann doch nicht der Wind gewesen sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Kapitel 1. Der Leuchtturm. Ich hole mir erstmal meine Seiten zurück und dann suche ich nach einem Weg zurück nach Denska. Na gut, dann schauen wir doch mal, wo die Seiten abgeblieben sind. Da leuchtet was. Kann ich da raufklettern? Nein. Kann ich da reingehen? Nein. Okay. Also hier sehe ich keine unserer Seiten. Ja, wir gehen gleich rein. Jetzt wollen wir erstmal. Okay, da geht es nicht weiter. Also, rein mit uns. Oh. Hallo? Diese Seite, als hätte sie ein Eigenleben. Da unten liegt sie. Das Ganze schaut nicht mehr sehr fit aus, dieser Leuchtturm. Da kommen wir auch nirgendwo rauf. Nö, das scheint hier wohl alles kaputt zu sein. Dann gehen wir mal runter. Zu unserer Seite. Oh. Na toll. Geister gibt es nicht. Wow.
Luna? Okay, so hatte ich mir deine Stimme eigentlich nicht vorgestellt. Möglich. Hey! Das ist mal ein großer Pinsel. Wow, du bist jetzt in der Wand. Soll ich den Pinsel darauf richten? Wow, das erfordert wohl etwas Übung. Ja. Malen bringt sie zum Leuchten. Oh, das ist unglaublich. Warte, wo willst du denn hin? Ach, hier ist der Punkt, jetzt verstehe ich. Okay, krass. Komm hier drauf. Ups, ich habe den riesen Pinsel dabei. Oh. Oh, mehr von meinen Seiten. Mal sehen, wie das an der Wand aussieht. Du willst, dass ich das male? Eine Tulpe. Okay. Okay, auf dem Gras rumzulaufen wird dir Spaß machen. Wieso nicht? Damit du es warm und gemütlich hast. Geht klar, Luna. Was wäre das für ein Lagerfeuer ohne Sterne? Oh, wie cool. Okay, gut. Ich kann also aus vorgefertigten Bildern auswählen und dann irgendwas Schönes zeichnen, in dem sich Lulu wohlfühlt. Okay. Das ist unglaublich. Wow.
Was? Ah, was bist du denn? Nur ein Klecks Farbe? Oh. Na toll, hab einen blinden Passagier. Meinetwegen, Klecks. Wisst ihr, ihr seid gar nicht so gruselig, wie man es von Leuchtturmgeistern erwarten würde. Das bleibt da jetzt? Okay. Kann ich da jetzt rauf? Oh, ist aber ganz schön hoch. Hups, hups, hups. Hubidi, hubidi, hups. Nee, da komme ich nicht rauf. Soll ich denn da raufkommen? Wo ist er denn? Da oben ist er. Hallo. Klar, sieht total stabil aus. Okay, okay, okay. Das sieht aus wie... Hab ich das etwa gemalt? Als ich noch klein war, habe ich diese Dinger überall hingemalt. Aber an das hier erinnere ich mich nicht. Wie kommt das nur hier hin? Wow! Was ist da hinten los, Klecks? Also gut. Um einen Djinn zu malen. Male die Körper eines Djinns von oben nach unten. Einfach unglaublich. Okay, halte den gedrückt, um den Körper des Djinns Körperteile zu spendieren. Hätte nie gedacht, eine Lebensgröße zu sehen. Wow, du bist lebendig? Oh, was hab, was hi, du. Was hab ich Ihnen dafür zwei... Ich dachte, es sollen die Arme werden. Finde einen Weg zu Luna. Ich soll jetzt einen Weg zu Luna finden für dich? Aber wie? Kann er jetzt gehen? Was ist das? Ein Apfel, ein Baum, Feuer. Ah, krass, Polarlichter. Okay, okay. So, jetzt? Oh, verdammt. Ich kann da nicht runter. Thank you.
Schon nur? Woran hackt's denn jetzt noch? Woran hackt's noch? Was fehlte noch? Ah, drücke L1, um die Genies zu dir zu rufen. Könntest du mir vielleicht helfen? Wow, so kann man's auch machen. Danke. So, wo ist er jetzt? Hä? Ach, der ist schon da. Ah, wie ist er? Was mit dir? Du willst da rauf. Aber du kannst da nur gehen, wo ich gezeichnet habe. Vielleicht kann sie mir helfen, zurück nach Denska zu kommen. Finsternis. Ich wusste nicht, dass es so schlimm geworden ist. Und was ist, wenn sie sich bis hierhin ausbreitet? Oh, meine Malerei hat den Teil erhellt. Hier, im Leuchtturm. Du willst, dass ich das tue? Die Stadt mit Farbe? Wiedererwecken? Das Problem ist, dass ich nicht viel machen kann, solange ich hier feststecke. Luna? Wo bist du hin? Ah, da ist er. Ich glaube, ich muss all diese Lichter anmachen, indem ich darunter etwas male. Okay.
nein. Die Finsternis ist ja auch hier oben. Du kommst an dem Zeug nicht vorbei, richtig? Du willst, dass ich das anmale? Okay. Okay. Polarlichter. Und? Was meinst du? Wow. Was ist hier los? Superfarbe. Hältst du mich irgendwie auf? Wow. Oh, cool. Das ist wie Superfarbe. So, das waren alle. Okay, Luna, die Luft ist rein. Dieser Schalter sieht vielversprechend aus. Okay. Also er leuchtet noch, er funktioniert zumindest noch. Da haben wir aber was vor uns. Hast recht, Luna. Denska sollte wieder schön werden. Ich mach es. Dann nochmal willkommen zu Concrete Genie. Sehr schön. Ich denke, das wird ein... Ciao, Luna. Bis später. Ein sehr interessantes und farben- und prächtiges Spiel. Willst du durchschauen? Dann bin ich ja mal gespannt, wenn wir die ganze Stadt wieder erleuchten müssen und von diesen... Schimmel, wie sie es genannt haben. Das lila Schimmel, das die Finsternis bringt. Befreien müssen. Nun gut. Vielen Dank bis dahin. Das war hier, denke ich mal, eine wunderschöne Einführung. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.